Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Saumig Ruckelmorn. Ja. Das gesagt, nur kurz erwähnt, ich nehme mit einem anderen Programm auf, das nennt sich OBS. Da hat der gute Paragon mich drauf gebracht, der hat auch damit gestreamt. Ja, sowas tut der. Böse, böse. Und ich nutze es, weil man erstens sein Mikro da stumm stellen kann. Und zweitens, unten seht ihr unten links, welcher Titel gerade gespielt wird. Ziemlich praktisch, deswegen habe ich das genommen. Und hier haben wir ein Problem. Ich habe hier nämlich so viel Gras inzwischen. Also nicht das böse Gras, sondern aus Minecraft Gras. So. Und das nervt mich ein bisschen, dass ich das hier alles ins System schmeißen muss. Guckt gleich mal an, wie viel wir davon schon haben. Es reicht, wenn die Charcoal so viel ist. Wir machen dann noch einen Behälter für. Oh, wie hießen die Dinger? Hab ich den Namen vergessen. Scheiße. Wie hießen die? Item Barrel, oh Gott. Ich hab echt vergessen, wie das Ding heißt. So. Booster Barrel, Sun Barrel, wir wollen aber sowas machen. Was fehlt da? Ein Slab. Dankeschön. Da packen wir das ganze Gras da noch rein. Machen wir da oben. Was? Das war jetzt ein Scherz. Das ist bestimmt noch im Inventar. Da. Wir sehen es bloß nicht. So. Rein damit. Nein, sowas braucht er echt nicht rumgammeln. Noch mehr. Wie gesagt, wenn wir so viel Charcoal drin haben, reicht das vollkommen aus. Und was wir noch machen und was ich gemacht habe. Das wollte ich nicht. Ich habe mich in dem Dungeon noch ein bisschen umgeguckt, wo ich gestorben bin. Bin nochmal gestorben. Ich möchte das nochmal kurz erwähnen. Aber habe gleichzeitig auch ein bisschen was gefarmt von den Steinen dort. Und habe noch so ein Tablet gefunden. Dieses hier, Rune Tablet. Konnte ich jetzt bis jetzt noch nichts mit anfangen wahrscheinlich. Vielleicht ist das was, so ein Schlüssel, um zum Endboss zu gelangen. Ansonsten habe ich noch ein paar Steine gefarmt. Wo sind sie denn? Hier, den Ancient Stones. Warum habe ich da gerade nur zwei? Hab ich doch da reingepackt, oder nicht? Auf jeden Fall den Instant Stone. Was haben wir noch? Wo haben wir es? Ja. Keine Ahnung. Ich bin gerade irgendwie blöd, weil... Oh Gott, hier haben wir noch so ein Zeug drin. Auch alles weg. Noch ein paar andere Steine hatte ich gefarmt, aber irgendwie finde ich die gerade nicht. Bin ich irgendwie doof oder so? Keine Ahnung. Ja, ihr müsst das nicht beantworten. Danke sehr. Die Schilder habe ich gemacht, damit ich da mich zurecht finde. Ich finde die jetzt echt nicht. Wo sind die? Also so ein Tablet ist definitiv da, da muss andere Zeug auch da sein. Oder ist hier irgendwas beim Orten durcheinander gekommen? Und ich bin echt total blind, das könnte ich auch sein. Wir müssen auch viel mehr Ancient Stone haben. Warum habe ich da nur drei? Davon habe ich eine Menge gefahren mit dem Austauschwand. Wenn die doch nicht alle da reingepackt haben, dann fände ich die Tarn. Das kann nicht sein. Dann wäre das Tablet auch weg. Hm.
Seltsam, seltsam, seltsam. Keine Ahnung. Müssen wir nochmal fahren, das ist nicht schlimm. Da gibt es noch mehr Steine. Aber ich wollte gar nicht fahren. Gehen wir rein. Wir machen etwas anderes. Ich will mal versuchen, ich weiß nicht, ob das klappt überhaupt. Da gibt es was Schönes in Dings herzustellen. Botania. Muss ich das noch finden. Das ist natürlich wieder super. Das hat mich toll vorbereitet. Ist der Overgrowth Seeds? Nein. Das meinte ich nicht. Timeless Ivy. Okay. Das meinte ich aber nicht. Ja. Nein, das meinte ich nicht. Aber damit kann man auch Sachen, die nicht reparierbar sind, mit Mana reparieren. Nette Sache. Wollte ich aber gerade nicht. Ich habe mich super vorbereitet. Und so weiter geht man doch die Straße weiter. Ich angefangen habe. Question Virus ist das, womit wir das Zombie-Pferd gemacht haben. Entschiedenes. Hat das doch irgendwo gesehen. Da konnte man sein Dings ausrüsten. Nach dem Tod hat man es dann behalten. Natürlich wieder total dämlich und find's nicht. So wie den Virus, den ich einmal ewig gesucht habe. Slime in the Bottle ist es auch nicht. Rainbow? Nein. Ich dachte, das wäre das hier, aber anscheinend doch nicht. Guck mal bei den. Einfach mit den. Ender? Jetzt habe ich es da gesehen. Ja, Wizard Ivy, das müsste es sein. Ja, das Item wird nach dem Tod im Inventar sein. Ich weiß nicht, ob sie das mit den Gräbern verträgt. Keine Ahnung. Wir testen es einfach. Na, das ist egal. Dafür brauchen wir die drei Dinge. Resolute Ivy. Wir gucken mal, ob wir das herstellen können. Wir suchen einfach mal nach Ivy. Gibt es ja noch zwei Sorten. Timeless und Ever Resolute. Oh, wir können es herstellen. Machen wir so. 10 Items können wir theoretisch damit ausrüsten. Ich gucke mal, ob das funktioniert. Wohl nicht. Oder muss ich irgendwas noch beachten? Nee, klappt dann wohl nicht. Vielleicht, weil wir die Rüstung aufladen können. Probieren wir das hier. Das klappt aber auch nicht. Mich verarschen. Was mit dem Orb? Auch nicht. Was mit Fackel? Auch nicht. Hä? Crafting Grid. Das ist das hier. Botania Lexikon. Hallo? Was ist hier eigentlich? Achso, das ist hier für Dings. Was? Ist etwas passiert? Nee. Ist mir das Item rausgeflogen. Willst du mich verarschen? Also sowas wie das hier müsste doch definitiv gehen. Wizard Loot Ivy ist auch richtig.
Die Buckets of Water, Mortar und Pestle. Hä? Hä? Kann mich ja mal jemand aufklären irgendwie, warum das jetzt nicht funktioniert. Also irgendwie. Oder muss ich das um die Sonne craften beim Herstellen? Das wäre ja Blödsinn. Kann man natürlich nicht mehr herstellen. Pixie Dust fehlt. Mana Perle ins Portal. Was gerade nicht an ist. Tschüss. Ich drehe hier bald noch durch. Dieses funktioniert nicht. Na, können wir es halt nicht herstellen. Pech gehabt. Aber das ist doch nervig. Warum ist das so ein Buch drin? Scheiß Ding. Ganz ehrlich. Du hast es beschissen. Ja, was haben wir jetzt Tolles? Nur noch geben wir auf den Moment. So. Gucken wir hier. Haben wir hier noch andere Sachen? Wir haben zum Beispiel ein Element zum Schere oder so ein Horn. Gucken einfach mal. Nein. Nein. So, gucken wir mal hier bei der Rüstung. Einmal eine Mana-Rüstung. Funktioniert auch nicht. Ja, ist super. Also ganz ehrlich, ganz toll, dass man das craften kann und ja, super Eigenschaften hat. Leg mich doch am Arsch. Nee, ich verstehe es nicht. Vielleicht deswegen die Updates. Vielleicht ist es einfach nur total scheiße verbuggt. Okay. Aber nervig ist das schon. Ganz ehrlich. Da findet man sowas Tolles. Und dann können wir es nicht mal ausprobieren. So ein Scheiß. So. Hier habe ich schon mal angefangen mit dem Weg. Der führt nachher da hinten hin. Und da irgendwie die ganzen Ancient Stone und so verloren gegangen sind. Keine Ahnung, wo die hin sind. Gehen wir doch nochmal gucken, ob wir noch welche farmen können. Warum laufe ich eigentlich? So. Nicht zu nah rangehen. Weil da kein Schundviecher spawnen. Dann rüsten wir uns einmal um. So, der Stab bitte. Blitz. Oh, wir haben auch nicht mehr viel Mana drin eigentlich. Na gut, jetzt sind wir aber hier. Jetzt gucken wir mal. Und ich bin doof. Wir müssen eh nochmal zurück. Entschuldigt. Nee. Natürlich die Hälfte vergessen. Wenn wir da rumlaufen, dann müssen wir das auch gegen irgendwas austauschen. Boah, das reicht auf jeden Fall so viel, wie ich kann machen. Ah, und ich bin nochmal doof, wenn wir schon hier sind. Hier oben hin. Kurz den Wand da drauf. Und dann können wir uns hier schon mal den Starcrawler rausholen. Der kommt da hin. So. Mal die andere Waffe können wir eh nicht benutzen.
Ah, zum Glück können wir schnell fliegen. Ihr seht einen Todespunkt, da war ich draußen gestorben. Ich weiß nicht, ob das noch eine Aufnahme war. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall, da. Muss ich nochmal hin und mir das Zeug holen. Also die Dimension ist echt kein Zuckerschlecken. Wie der sich da ausgedacht hat, das nehmen wir mal da rein und noch Mana haben. So. Das meine ich. Warum ruckelt das hier so plötzlich? 21 FPS, also mein CPU ist nicht überlastet. Und hier seht ihr noch Todespunkte. Hier habe ich mal dicht gemacht. Weil böse Viecher und so. Und nein. Was? Ich bin aus Versehen da. Das hasse ich an diesem Portal. Das hasse ich wie die Pest. Weißt du, hier muss ich 10 Kilometer weit wegrauchen. Na gut, übertrieben, aber das ist, was ich meine. Ich kann immer noch nicht durch. Oh, und da brauche ich nur 5 mm laufen und schon. Bin ich schon wieder rein. Oder durch. So. Verdammt. Okay, jetzt kommt kein Viech. Wie stelle ich ihn überhaupt hin? Warum habe ich den ausgewählt? Den brauchen wir noch. Ich brauche Material. Hier, diese Stange hatte ich auch ausgetauscht. Lustig hier. Die besonderen Steine interessieren mich besonders. Aha, keine Wortspieler. Ich sehe da was. Braucht kein Kampf mehr. Oh mein Gott. Diese Steine da sind böse. Das ist irgendwie Moonstone. Oh, warum haben wir da zwei Dinger? Ich habe keine Ahnung. Ich habe aufgepasst. So, jetzt ist dunkel. Machen wir nicht. Ich weiß nicht, ob das überhaupt die Monster vom Spawn abhält oder nicht, oder keine Ahnung. Machen trotzdem Licht. Jetzt haben wir kein Licht mehr. Stecken wir mal ganz kurz hier in der Ecke. Ja, vielleicht durch das Austauschen Spawn weniger, weil irgendwie kommt es nicht so vor oder auch nicht. Oh Gott. Was haben wir da für eine Reaktion? So. Von unserem Schild, wenn das aufgebaut wird. Und gerade sage ich, die spawnen weniger und dann spawnen die. War nur eine. Trotzdem Schiss. Ich guck jetzt hier aus. Wie schön der Portal. Also langsam wird mal Zeit, dass die anderen sich auch mal ein bisschen aufbauen. Besser wird es so kriegen. Ganzen Kram. Ich will nicht mal alleine sein. Nein. Kommt was Böses auf uns zu. Ja, wir gehen noch mal den Kernangriff. Hier kennt man theoretisch. Und da seht ihr so ein Schild. Theoretisch auch. Ende. Dinge farmen.
Kinder. Aber wir haben ihn. Das ist schon mal gut. Überhaupt. Und dann noch einer. Ist hier irgendwo ein Nest. Aber ich komme nicht noch ein anderes Licht dazu. Und einen werden wir noch relativ fertig. Egal welcher von den Sorten, aber wenn das zwei oder drei sind plötzlich, dann haben wir eine riesen Arschkarte. Sollte ich auch die Fläche mal größer machen, aber ich will jetzt hier nicht rumfummeln. Ich hab Angst. Da noch ein besonderer. Fick dich doch. Was die Arme? Das ist doch nur ein Schulterpolster. Nein. Okay. Alle. Tschüss. Oh, wir in der Pelle nehmen damit. Macht's gut, Leute. Bleibt mit euch. Erstmal da weg. Falls ein Viech spawnt. Hier. Aber ihr seht, mit dem Runic-Schild geht schon. Ich muss das noch ein bisschen aufwerten. Möglich ist es noch. So. Und hier haben wir das, waren die Steine hier glowing crusted. Andere. Kann man die nicht mitnehmen? Ich hatte noch diese mit den Schriftzeichen drauf. Das sind die. Ich hatte auch welche ausgetauscht mit Schriftzeichen. Wollen. Hä? Kann man die vielleicht doch nicht mitnehmen? Keine Ahnung. Ja, schade. Die Knowledge Fragments gibt es da auch wie Sand am Meer. Da los. Lauter Bäume. Aber gut. Hier sind wir zu Hause. Wir brauchen unbedingt noch eine Terra-Node, wie es aussieht. Und irgendwie ist das ständig alle. Gehen wir mal hier rein. So. Dim. Na, du auch. So, jetzt soll ich mal gucken. Ja, hier 501. Irgendwie hatte das andere, was ich da gesammelt habe. Irgendwie habe ich das verloren. Keine Ahnung warum. Egal. Wird wahrscheinlich dann in der nächsten Folge da ein bisschen rumlaufen. Vorher werde ich die Straße weiterbauen. Ganz kurz zeigen hier. Die Folge ist eh gleich zu Ende. Die geht bis hier erstmal. Wir müssen hoch und dann will ich das erstmal zum Pokémon Center und von da aus dann zu der guten Lilly. Und der Panda kommt auch noch da. Aber erstmal gucke ich nach dem Stab. Der muss halt fertig sein jetzt langsam. Wo bin ich denn da? Ja. Na gut, das sind 137, da passen auch 250 rein. Aber trotzdem. Könnte ruhig voll werden. So. Dann hoffe ich mal, euch hat die Folge gefallen. Die erste mit dem OBS. Unten zeigt er gerade nur Salat an, weil das chinesisch ist da. Ich kann euch aber sagen, das ist von Final Fantasy. Vielleicht muss ich das mal umbenennen. Die ganzen Titel da. In dem Ordner, dass sie auch auf Englisch oder Deutsch sind. Na gut, aber das ist ein anderes Problem.
Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis denn. Tschüss.